Grüß dich! Dieses Video ist nur ein kleiner Einschub, bevor wir uns den bereits angekündigten Umkehrfunktionen der Winkelfunktion widmen. Davor schauen wir uns aber noch ein paar nette Vorzeicheneigenschaften vom Sinus, Cosinus und Tangens an. Es hilft, wenn du schon weißt, was eine Funktion eigentlich ist. Spätestens in den nächsten drei Videos brauchen wir die genaue Definition sowieso. Wenn du dir das nochmal genau anschauen magst, dann kann ich dir sehr das Arbeitsblatt Funktionen ans Herz legen. Es gibt sogar einen Videozyklus dazu, den du auch auf der Website finden kannst. Für dieses Video ist mir aber wichtig, dass du schon weißt, wie man die Winkelfunktionen, also den Sinus, Cosinus und Tangens, am Einheitskreis darstellen kann. Wenn du das nochmal wiederholen magst, schau dir bitte das Kasterl Winkelfunktionen am Einheitskreis weiter oben am Arbeitsblatt an. Natürlich kannst du auch nochmal das Video schauen, das ich zu dem Thema schon gemacht habe. So, in diesem Video werden wir ein Begriffspaar kennenlernen, das du vielleicht noch gar nicht kennst. Und zwar gerade Funktionen und ungerade Funktionen. Du wirst nach diesem Video außerdem erklären können, warum der Sinus und der Tangens beide ungerade Funktionen sind und wieso der Cosinus eine gerade Funktion ist. Bevor wir die genau besprechen, schauen wir uns aber bitte das Kasterl am Arbeitsblatt genau an. Da stehen ja drei Gleichungen und die sollen wir grafisch lösen oder zeigen. Mach das jetzt bitte für die erste Gleichung, also die Gleichung mit dem Sinus. Wie immer kannst du das Video pausieren, wenn du mehr Zeit benötigst. Na gut, erinnere dich dran, dass ein negatives Vorzeichen vor einem Winkel einfach heißt, dass wir den Winkel statt gegen den Uhrzeigersinn im Uhrzeigersinn, also in negative Richtung, messen. Anstatt Alpha, also nach oben zu messen, messen wir es bei Minus Alpha nach unten. Den Punkt, den wir dann am Einheitskreis erreichen, nennen wir ihn mal P', ist ja der Punkt P einfach heruntergespiegelt. Und zwar egal, was der ursprüngliche Winkel Alpha war. Es ist immer genau die Spiegelung an der X-Achse von Punkt P. Der Sinus von Alpha ist ja per Definition die y-Koordinate von P. Der Sinus von minus Alpha ist daher genau die y-Koordinate von diesem runtergespiegelten Punkt P'. Das heißt, dass diese Länge genau gleich lang ist wie diese Länge da. Die y-Koordinate von den beiden Punkten sind also fast gleich. Der einzige Unterschied ist, dass sie bei einem Punkt ein positives Vorzeichen, in dem Fall bei P, und beim anderen Punkt ein negatives Vorzeichen, in dem Fall bei P' haben. Versuch nun die anderen beiden Gleichungen, also die für den Cosinus und die für den Tangens, auch zu zeigen. Wie immer 3 Sekunden Zeit zum Pausieren. Im mittleren Bild schaut der Winkel genauso aus wie im ersten Bild. Der einzige Unterschied ist, dass sowohl bei Alpha als auch bei Minus Alpha diese Strecke dem Cosinus entspricht. Die x-Koordinate von P, was ja genau der Cosinus von Alpha war, diese Koordinate, die ändert sich ja nicht, wenn ich den Punkt P runterspiegel. Und auch im dritten Bild zeichnen wir Minus Alpha ein. Der Tangens von Alpha ist ja diese Strecke hier. Also die y-Koordinate von Punkt T. Schauen wir uns Minus Alpha an, so spiegeln wir dieses Mal den Punkt T nach unten. Ja, nicht mehr P, sondern jetzt T, weil wir sind ja wieder im Tangens. Dadurch ändert sich genau das Vorzeichen der y-Koordinate. Und auch, wenn wir das jetzt nur für je einen Winkel gezeigt haben, gelten diese Regeln für alle Winkeln, weil in der Argumentation, also in da wo wir es gezeigt haben, haben wir uns ja nie auf einen einzigen Winkel beschränkt, sondern wir haben den Winkel selber gar nicht verwendet, wie groß er ist. Ja? Wir haben nur verwendet, dass sie gleich groß sind, oben und unten. So, was hat das Ganze jetzt mit geraden und ungeraden Funktionen zu tun? Eine gerade Funktion ist eine Funktion, für die überall f von minus x ist gleich f von x gilt. Ändert man also bei x das Vorzeichen, dann bleibt der Funktionswert gleich. Und zwar wurscht wo.
Ja, also das kann bei 1000 oder minus 1000 sein oder bei 1 und minus 1. Egal, wenn das überall so ist, dann ist die Funktion gerade. Eine ungerade Funktion ist eine Funktion, bei der wieder für alle x gilt, dass wenn man das Vorzeichen, dass man das Vorzeichen quasi rausziehen kann. Oder mathematisch aufgeschrieben, f von minus x ist das gleiche wie minus f von x. Achtung, ungerade heißt hier nicht einfach nur nicht gerade. Ja, also ein bisschen nicht ganz intuitiv, weil auf Deutsch ist halt un oft nicht. Aber hier ist es wirklich eine andere Sache. Es gibt auch Funktionen, die weder gerade noch ungerade sind. Und noch schräger, mir fällt sogar eine Funktion an, die sowohl gerade als auch ungerade ist. Laut diesen Definitionen sind also sowohl der Sinus als auch der Tangens ungerade Funktionen. Wir haben ja gerade gezeigt, dass man das Minus quasi aus diesem Sinus oder aus dem Tangens herausziehen kann. Also sind es ungerade Funktionen. Das wäre genau die Definition. Und außerdem entspricht die Eigenschaft, die wir gerade für den Kosinus nachgewiesen haben, genau der Definition einer geraden Funktion. Ob die Funktion jetzt f von x oder Sinus oder Tangens oder Gschissi-Gschassi von Alpha heißt, das ist ja der Mathematik egal. Das sind nur Namen, die wir den Funktionen geben. Aber die Struktur, die hat's ja. Wenn du zu geraden und ungeraden Funktionen noch mehr lernen willst, dann schau dir das Arbeitsblatt Funktionsgraphen einmal an. Da gibt es auch einen Videozyklus dazu. In den nächsten drei Videos schauen wir uns, wie angekündigt, die Umkehrfunktionen von den Winkelfunktionen an. Dafür ist es wichtig, dass du weißt, was Funktionen sind. Schau dir bitte bis dahin vielleicht nochmal das Arbeitsblatt Funktionen an. Bis dann. Servus.